2013, das ist noch nicht so lange her, und da war der amerikanische Geheimdienst, eigentlich alle amerikanischen Geheimdienste, hoch erstaunt. Die hat nämlich seit Jahren deutsche Regierungsmitglieder abgehört. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Handy, dem Amtsvorgänger Gerhard Schröder. Und ebenso lange hatten sie sich natürlich gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Deutschen das mal rauskriegen? Und die Erwartung von CIA, NSA und Spießgesellen lautete, harte Reaktionen, kurzzeitige temporäre Einschränkung der Kooperation oder Ausweisung von US-Personal. Doch was passierte eigentlich, nachdem Edward Snowden die Massenspitzeleien dann tatsächlich öffentlich gemacht hatten? Der damalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla erklärte die NSA-Affäre ganz schnell für beendet. Die US-Dienste konnten ihr Glück kaum fassen, wie man aus inzwischen freigegebenen bzw. an die Öffentlichkeit gekommenen Unterlagen weiß. Das mag eine Randposse sein, aber diese Vorgänge sagen relativ viel aus über das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA. Deutschland wird nicht nur als Vasall betrachtet, das wussten wir schon vorher. Berlin verhält sich sogar noch vasallenhafter und untertäniger, als die Befehlshaber in Washington es überhaupt erwarten. Offiziell ist Deutschland ja einer der wichtigsten Verbündeten der USA. Das konnte man vor ein paar Jahren sehen, als Barack Obama Angela Merkel als seine Freundin bezeichnete und ihr im Rosengarten des Weißen Hauses die Freiheitsmedaille um den Hals hing. Doch tatsächlich hat Deutschland für die USA vor allem zwei Bedeutungen: Aufmarschplatz und Feindstaat. Woher kommt dieses Misstrauen gegen Deutschland? Wenn wir ehrlich sind, eine unmittelbare Konfrontation mit den USA würden wir ohnehin nicht für uns entscheiden. Wir sind weder eine politische Weltmacht noch eine militärische. Dennoch haben die Amerikaner Angst vor Deutschland. Nicht vor unserer ureigensten Kraft, sondern vor einem Bündniswechsel. George Friedman, das ist der Direktor eines sehr einflussreichen amerikanischen Denkfabrik, nämlich Stratfor, hat diesem vergangenen Februar sogar ganz offen zugegeben, auf einer Pressekonferenz vor Fernsehkameras. Damals sagte er, ich zitiere, wenn deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischer Arbeitskraft und russischen Ressourcen kooperiert, wäre das eine existenzielle Bedrohung für die USA. Die Deutschen haben ein sehr komplexes Verhältnis zu den Russen. Die USA versuchten daher seit Jahrhunderten, ein deutsch-russisches Bündnis zu verhindern. Gut, seit Jahrhunderten tun sie es sicherlich nicht. Aber immerhin seit einem Jahrhundert, nämlich genauer gesagt seit dem Jahre 1904. Grundlage dieser Angst, dieser Befürchtung, ist eine geopolitische Strategie oder Theorie, die die US-Strategen regelrecht wie Muttermilch aufgesogen haben. Ausgangspunkt war 1904 eine Veröffentlichung der sogenannten Heartland-Theorie, also Herzland-Theorie, des britischen Geographen Halford Mackinder. Mit der müssen wir uns einen kleinen Moment beschäftigen, um die Denkweise der amerikanischen Strategen zu verstehen. Dieser Halford Mackinder teilte die Welt in drei Bereiche auf. Es gibt zum einen die Weltinsel, die besteht aus den zusammenhängenden Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Die größte, bevölkerungsreichste und auch finanziell reichste aller möglichen Verbindungen von Ländern. Dann gibt es die küstennahen Inseln, also Großbritannien etwa und Japan. Und die küstenfernen Inseln, zu denen gehört auch der amerikanische Doppelkontinent und Australien. Und Mackinders Schlussfolgerung lautete, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Und wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Das heißt, die doch eher ferne Macht, USA, muss, wenn sie eine globale Macht sein und vor allem bleiben will, diesen Raum beherrschen. Diese Theorie blieb in Kontinentaleuropa übrigens weitgehend unbekannt. In den angelsächsischen Ländern wurde sie aber regelrecht begierig aufgegriffen und bis heute auch weiterentwickelt. Sie beeinflusste unter anderem das Denken von Henry Kissinger. Die aktuelle Version stammt von Zbigniew Brzezinski, der sie in seinem Buch Die einzige Weltmacht auf die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion anwandte. Dabei wies dieser Brzezinski übrigens auf ein zentrales Problem der USA hin, was man eigentlich auch bis heute beobachten kann. Man nennt dieses Problem oder diese Situation, in der sie standen, ein historisches Fenster. Ich will das mal etwas einfach formulieren. Er analysiert die Situation nach 1990 und kam zu folgendem Ergebnis. Die UdSSR ist als Konkurrent und Weltmacht ausgefallen.
Europa und China sind noch nicht so weit. An die BRICS-Staaten, also beispielsweise an Indien oder an Brasilien, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zu denken, deshalb erwähnt er sie nicht. Diese Situation kann sich jedoch ändern, also das historische Fenster kann sich schließen. China könne stärker werden, Europa könne ein Machtfaktor werden und Russland könne sich wieder aufrappeln. Und genau dies ist ja auch geschehen, wenn wir mal von Europa absehen. Die USA müssten also die Gelegenheit nutzen, um in diesem günstigen Zeitraum eine Ordnung zu schaffen, die ihre Stellung als einzige Weltmacht sichert und Konkurrenten nach Möglichkeit klein hält. Dazu müssten sich die USA unter anderem Staaten bedienen, die Brzezinski wörtlich als Vasallen bezeichnet. Gemeint waren damit grob gesagt Staaten, die durchaus eine eigenständige Kraft entfalten, die auch in gewissem Rahmen eigene Interessen vertreten, aber immer im Dienst der US-geführten Weltordnung. Einer der Staaten ist Griechenland, deshalb verboten die NATO Athen übrigens den Rüstungsetat zu kürzen, während die Krise am heftigsten wütete. Nur begrenzt einer dieser Staaten ist übrigens Frankreich, denn Paris hat immer eigene Machtambitionen und eigene Interessen vertreten, ganz im Gegensatz zu Deutschland. Daher dehnten die USA übrigens Mitte der 90er Jahre ihre Geopolitik auch auf Afrika aus, was sie zuvor als Hinterhof Frankreich akzeptiert hatten. Der entscheidende Vasall ist jedoch Deutschland. Und zwar aus zwei Gründen. Deutschland ist die führende Macht in Europa. Kein anderer Staat hat eine vergleichbare ökonomische Kraft, eine entsprechende Bevölkerungsgröße, ein zumindest potenzielles militärisches Können. Und Deutschland, und damit kommen wir zum Ausgangspunkt der Theorie, könnte zum intellektuellen Zentrum eines eurasischen Bündnisses mit Russland werden. Und in dieser Kombination erwüchse den USA tatsächlich ein ernsthafter Konkurrent. Die Antwort kann deshalb aus Sicht der Washingtoner Strategen nur lauten: Deutschland muss unter Kontrolle gehalten, besetzt, angeleitet und durch US-hörige Eliten geführt werden. Wie geschieht das? Der erste Punkt: Deutschland muss militärisch besetzt werden. Wie massiv die amerikanische Präsenz in Deutschland nach wie vor ist, lässt sich an den ganz nackten Zahlen des Pentagon ablesen. Insgesamt erhalten die US-Streitkräfte 716 größere Liegenschaften im Ausland. In Südkorea, das ist immerhin die letzte Frontlinie des alten Kalten Krieges, sind es 87. In Deutschland, dem Freund mit der Freundin Angela Merkel an der Spitze, sind es 235. Auch das größte Kontingent der dauerhaft in Übersee stationierten Soldaten befindet sich auf deutschem Boden. Insgesamt über 42.000 Soldaten und 50.000 Hilfskräfte verschiedener Kategorien. Die Kasernen und Übungsgelände umfassen insgesamt 39.250 Hektar. Die US-Streitkräfte können sich in Deutschland praktisch benehmen, wie sie wollen. Das regelt der sogenannte Aufenthaltsvertrag von 1954. Dieser schrieb damals die alliierten Besatzungsrechte vor, die zumindest formal beendet wurden. Der Aufenthaltsvertrag ist aber im Grunde schlimmer. Besatzung ist Besatzung, das geschieht gegen den eigenen Willen, das kann man eben nicht verhindern. Aber der Aufenthaltsvertrag räumt die gleichen Rechte auch noch ein, mit Billigung des Besetzten. Nun könnte man sagen, 1990, so wird uns erzählt, haben wir unsere Souveränität wiederbekommen, müsste das eigentlich beendet sein. Das hatte übrigens auch die Linke gedacht, als sie vor 10 Jahren mal eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung zu diesem Thema stellte. Die Antwort ist ganz interessant. Zitat: Der Aufenthaltsvertrag ist am 25. September 1990 im Zuge der Herstellung der deutschen Einheit ausdrücklich durch einen Notenwechsel mit den ständigen Stationierungsstaaten bestätigt worden. Es gibt 8 dieser ständigen Stationierungsstaaten, aber entscheidend sind die USA, nicht Luxemburg, die dürften auch ein paar Soldaten stationieren. Rein theoretisch könnte die Bundesregierung diesen Vertrag übrigens kündigen, aber das tut sie nicht. Ganz im Gegenteil, selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat vor einigen Jahren festgestellt, dass das eine wirklich rein formale, theoretische Möglichkeit ist, von der mit Sicherheit nicht Gebrauch gemacht wird. Interessant ist, wie die USA ihr Militärpotenzial in Deutschland nutzen, nämlich um in anderen Regionen der Welt Krieg zu führen. Deutschland ist der Sitz von gleich 2 US-Regionalkommandos. Zum einen das Europakommando EUCOM, das erstreckt sich über Europa, die Türkei, ganz Russland und den Kaukasus.
Zum anderen das 2007 neu gegründete Afrika-Kommando AFRICOM. Deutschland liegt zwar nicht in Afrika, aber das Kommando sitzt trotzdem hier. Das koordiniert die amerikanischen Militärschläge in Gesamtafrika mit Ausnahme Ägyptens. Unter anderem die völkerrechtswidrigen Drohnenangriffe, etwa in Somalia. Zu diesen Drohnenangriffen lohnt sich übrigens ein kleiner Exkurs, denn für die Drohnenmörder ist Deutschland schlicht unverzichtbar. Das hat rein technische Gründe. Drohnen werden bekanntlich ferngesteuert. Dazu müssen die Piloten, die in den USA sitzen, nicht in Deutschland, die Steuerbefehle in Echtzeit übermitteln. Das heißt, die sehen auf ihrem Bildschirm, was die Drohne sieht, wenn der als Feind ausgemachte Mensch da unten rumrennt, bevor sie schießen. Das müssen sie in Echtzeit übermitteln. Beim Satelliten hat man allerdings das Problem, jeder, der vielleicht von Ihnen eine Satellitenschüssel am Hause hat, wird das kennen, dass das Signal aufgrund der großen Entfernung eine kleine Zeitverzögerung hat. Das ist so eine halbe Minute. Wenn man von Afrika in die USA sendet, bräuchte man mehrere Satelliten und dann wäre der Betrieb einer solchen Drohne nicht mehr möglich, weil das sind dann mehrere Sekunden. Deshalb wird der Satellit nur nach Europa gesendet. Die Signale über den Stützpunkt Ramstein, Rheinland-Pfalz, dann per Hochleistungskabel in die USA geschickt. Und nur so können die Mordflüge abgewickelt werden. Ein früherer Drohnenpilot, Brandon Bryan, hat es übrigens 2014 gegenüber der Süddeutschen Zeitung sehr offen formuliert. Er sagte, in den mehr als 1000 Drohneneinsätzen, die ich geflogen habe, gab es kein einziges Mal, wo wir zum Schichtbeginn nicht in Ramstein angerufen haben. Ich habe mein Rufzeichen durchgegeben und die Kennung der Drohne, die ich steuern will, und schon ging es los. Diese Einsätze, die nur möglich sind durch Deutschland, haben sich in den letzten Jahren übrigens vervielfacht. Drohnentote gab es bereits unter George W. Bush, und zwar insgesamt etwa 500. Und seit dem Amtsantritt von Friedensnobelpreisträger Barack Obama sind es über 2000. Es werden ständig mehr. Und wer sind die Toten? Zivilisten, eine Hochzeitsgesellschaft im Irak. Sicher auch Leute, um die man jetzt vielleicht nicht unbedingt zutiefst trauern muss. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Entscheidend ist die Selbstermächtigung der USA zum weltweiten Hinrichten nach Lust und Laune. Eigentlich wäre das ein Fall für die deutsche Staatsanwaltschaft, die sich in Ramstein mal umgucken könnte. Mir sind keinerlei Ermittlungen dieser Art bekannt. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, ich hatte ihn eben schon zitiert, stellte vor ein paar Jahren fest, dass es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gibt, außer ein paar handzahmen Protesten. Aber selbst die sind offenbar zu viel, denn Nachfragen von Parlamentariern über die Zustände in Ramstein blockiert die Bundesregierung regelmäßig. 2013 log sie sogar auf eine parlamentarische Anfrage. Sie hätte keine Erkenntnis über eine Satellitenrelaisstation in Ramstein für Drohnen. Dabei teilte das US-Heeresamt dem Innenministerium den Bau dieser Anlage 2011 explizit mit. Das Ganze hat natürlich ein bisschen was gekostet. Seit 1999 unter anderem 170 Millionen Euro. Bezahlt hat die der deutsche Steuerzahler. Unsere eigene Besatzung haben wir natürlich auch zu bezahlen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Deutschland muss nicht nur militärisch besetzt werden, es muss auch ideologisch durchdrungen werden. Das ist klar, keine Besatzungsverwaltung ist auf Dauer so effektiv wie eine Kollaborationsregierung. Das wussten die Siegermächte nach 1945 und bauten daher sehr zügig deutsche Verwaltungen auf in ihren jeweiligen Zonen. Später erfolgten Staatsgründungen und die USA gingen in diesem Punkt natürlich wesentlich geschickter vor als insbesondere die Sowjetunion. Moskau wollte reine Diener. Das ist übrigens ein konstantes Problem der russischen Außenpolitik. Washington wollte und will eher Leute, die sich selbst für Partner der USA halten. Nicht welche, die es sind, aber die glauben, dass sie es sind. Ideologisch tief durchdrungen vom American Way of Life, tief überzeugt vom Atlantikertum und der amerikanischen Führungsrolle. Also kurz gesagt Leute wie Joachim Gauck, die, wenn die amerikanische Hymne erklingt, öffentlich in Tränen ausbrechen. Und das sind Typen, denen man auch normalerweise gar nicht erst in Befehl gehen muss, denn sie wollen ohnehin das Gleiche wie die Herren im Weißen Haus. Um ganz sicher zu gehen, soll es angeblich eine geheime Unterwerfungserklärung geben, die jeder Bundeskanzler zu unterschreiben hat, die sogenannte Kanzlerakte.
Egon Bahr hat mal gesagt, dass Willy Brandt sie nicht unterschreiben wollte, aber dass er musste. Ob es diese Akte gibt, weiß ich nicht. Es liegt in der Natur von Geheimdokumenten, dass sie eben nicht bekannt sind. Sollte es sie geben, ist sie sicherlich mehr eine Symbolhandlung, aber entscheidend sind andere Fäden. Ich will jetzt mal diese kulturelle Amerikanisierung, die es ja auch seit den 50er Jahren geben, außen vor lassen. Das würde jetzt zu weit führen und beschränke mich auf den politischen Teil. Ein großer Teil der deutschen politischen Klasse hat eine Ausbildung, ein Kadertraining in amerikanischen Kaderschmieden durchlaufen. Ein interessantes Beispiel ist dabei das Young Leaders Programm der Organisation Atlantikbrücke. Atlantikbrücke ist wahrscheinlich die wichtigste Lobbyorganisation und Vernetzungsfabrik der Transatlantiker in Deutschland. Das Hauptquartier ist in Berlin, gegenüber der Museumsinsel, ein Haus weiter von der Wohnung von Angela Merkel. Das mag jetzt Zufall sein. In diesem Young Leaders Programm erhalten aufstrebende deutsche Führungskräfte im Alter bis 35 Jahren eine fachliche und ideologische Schulung in den USA. Das kann man vergleichen mit den Studienaufenthalten mittlerer SED-Kader an der Parteihochschule in Moskau. Aber die Atlantikbrücke arbeitet da wesentlich effektiver. Schauen wir uns mal einige Namen der Absolventen dieser Kaderausbildung an. Ich lese sie nur vor. Christian Wulff, Karl Theodor zu Guttenberg, Thomas de Maizière, Sam Özdemir, Wolfgang Ischinger, Silvana Koch-Merin, die war Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eckhard von Kletten, einst Staatsminister im Kanzleramt, Julia Klöckner, die neue blonde Hoffnung der CDU. In der Mutterorganisation Atlantikbrücke treffen sich gleich 500 handverlesene Mitglieder, und zwar unter dem Vorsitzenden von dem Ex-CDU-Abgeordneten Friedrich Merz. Der hat 2010 den langjährigen Chefatlantiker Walter Leisler-Kiep in einer Schlammschlacht weggeputscht und sitzt nun im Vorstand. Neben ihm Kai Diekmann, Bild-Chefredakteur, Jürgen Fitschen, ich glaube noch ist er Deutsche Bank, war er auf jeden Fall, und Mitglied der Trilateralen Kommission. Rainer Hoffmann, Vorsitzender des DGB. Alexander Graf Lambsdorff, einer der FDP-Granden im EU-Parlament. Omid Nuripur, das ist der, der für die Grünen im Bundestag immer sehr viel über Menschenrechte redet, sowie bis zu seinem Tode Philipp Missfelder. Die Süddeutsche Zeitung, ich glaube unverdächtig, die Amerikaner stark zu kritisieren, beschrieb die Atlantikbrücke mal als eine der einflussreichsten und exklusivsten Organisationen der Berliner Republik. Und das Lexikon Lobbypedia bezeichnet sie sogar als, Zitat, logenähnlichen Interessenverband, dem führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien angehören, die über das gemeinsame Netzwerk gesellschaftspolitischen Einfluss nehmen und Kontakte pflegen. Es gibt noch mehr Organisationen dieser Art. Wir belassen es jetzt mal bei dem einen. Der nächste Punkt der Besatzung. Deutschland muss aus Sicht Washingtons auch geheimdienstlich kontrolliert werden. Im Fadenkreuz der US-Geheimdienste steht Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten. Auch wenn es erst 2013 durch die Snowden-Affäre so richtig jedermann ins Bewusstsein kam. Ermöglicht wird dies übrigens auch durch alliierte Sonderrechte, die nach und nach dann zwar abgeschafft, aber durch gleichlautende deutsch-amerikanische Abkommen ersetzt wurden. Zum Beispiel durch das NATO-Truppenstatut. Das ist alles nicht neu. Ich habe einen Artikel des Spiegel gefunden von 1989. Darin heißt es: Wer immer zwischen Nordsee und Alpen zum Telefonhörer greift, muss gegenwärtig sein, dass auch die NSA in der Verbindung ist. Es gelte sicher, dass in Westdeutschland offenbar mit Wissen und Billigung der Bundesregierung jeder Piepser abgehört wird. Das wusste man 1989 und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Kanzlerin wird überwacht, der gesamte elektronische Nachrichtenverkehr Deutschlands ist im Visier der Amerikaner. An einem einzigen Tag werden bis zu 60 Millionen Telefonverbindungen in Deutschland ausgeforscht. Auch andere Länder werden überwacht. In Frankreich sind es, glaube ich, 2-3 Millionen und auch das nur im Monat. Nur um mal die Dimensionen deutlich zu machen. Dazu bedient sich der US-Geheimdienst NSE gleich eigener Standorte in Deutschland. Wie zum Beispiel der berühmten Horchanlage in Bad Aibling. Die wurde zwar offiziell in den Bundesnachrichtendienst übergeben, aber die Amerikaner residieren immer noch auf dem Gelände. Und nebenan haben sie sich eine Kaserne hingestellt.
Am zentralen Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main werden Daten abgefischt. Das machen die Amerikaner auch nicht einfach so, die klauen das nicht unbedingt. Nein, nein, Grundlage ist ein bis heute geheimes Memorandum of Agreement aus dem Jahre 2002, das die Bundesregierung unterschrieben hat. Damals unter der Maske des angeblichen Kampfes gegen den Terror. Spätestens seit diesem Frühjahr wissen wir zudem, in welchem Umfang der BND den Amerikanern auch noch Spitzeldienste leistet. Von den Servern der National Security Agency erhielt der BND seit 2004 zwischen 800.000, das schreibt die Zeit, und 4,6 Millionen, das schreibt der Spiegel, sogenannter Selektoren. Das ist ein kompliziertes Wort. Im Grunde ist es eine Suchliste mit IP-Nummern, Mailadressen, Telefonanschlüsse, also Ziele, Überwachungsziele, die im Auftrag der USA zu überwachen sind. Und der BND macht das auch. Die Süddeutsche Zeitung nennt 690.000 Telefonnummern und 7,8 Millionen IP-Suchbegriffe. Insgesamt lief das unter dem Codewort Operation Iconal. Und dabei soll massiv gegen deutsche Interessen, aber verstoßen und für amerikanische Interessen gearbeitet worden sein. Da wurden zum Beispiel der Siemens-Konzern, die Rüstungsschmieden EADS und Eurocopter, sind beides Teile der Airbus-Gruppe, die französische und österreichische Regierung sowie die EU-Kommission ausgehorcht. Vielfach offenbar mit großem Erfolg. Selbst Auslandsvertretungen deutscher Firmen wurden vom BND elektronisch gefilzt. Und die Ergebnisse eilfertig über den Atlantik geschickt. Das teilt ein Geheimpapier der Bundesregierung mit, es legt es nahe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren Kanzleramtsminister, der damalige Kanzleramtsminister Thomas de Maizière, Ronald Pofalla und Peter Altmaier, vielleicht auch die Bundeskanzlerin informiert, aber das hat sie kein bisschen gejuckt und es stört sie bis heute nicht. Nun könnte man sagen, wer so freundlich den Amerikanern das eigene Land ausspioniert, der wird ihnen von ihnen zumindest, vielleicht nicht mit Hochachtung, aber mit einer gewissen Freundlichkeit betrachtet. Nee, nee, das ist genau andersrum. Es gibt eine sogenannte Heatmap, das ist eine Landkarte, in der die verschiedenen Staaten danach dargestellt werden, welche Bedeutung sie für die Vereinigten Staaten, insbesondere für die NSA, haben. Und dort ist Deutschland dunkelorange eingezeichnet, während der Rest Europas grün eingezeichnet ist. Dunkelorange bedeutet Top Level, also wichtigstes, eines der wichtigsten Überwachungsziele. So ist auch China und der Iran eingezeichnet. Und in dem entsprechenden NSA-Papier heißt es wörtlich, die Daten werden ergänzt, also gegen die jeweils genannten Staaten gesammelt. Nur nebenbei, das ist nicht so in die Schlagzeilen gekommen, auch der Verfassungsschutz arbeitet der NSA zu, allerdings wohl in deutlich geringerem Umfang. Es soll wöchentliche Informationstreffen zwischen NSA-Vertretern und Verfassungsschutzmitarbeitern in einer Liegenschaft in Berlin geben. Auch dort sind wohl Akten und Informationen weitergegeben worden, einige tausend. Aber immerhin, es ist schlimm genug. Deutschland muss aber auch juristisch beherrscht werden. Denn auch auf dem Gebiet des Rechts bauen die USA ihre Herrschaft in die Übersee und damit auch in Deutschland immer, immer weiter aus. Letztes Beispiel ist die Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP, aber da kommen wir etwas später dazu. Längst haben sich zum Beispiel US-Gerichte angewöhnt, sich für alles und jeden auf der Welt schlicht zuständig zu führen. Das betrifft auch nicht nur die zum Teil absurden Schadenersatzforderungen, die vorher aus amerikanischen Gerichten erhoben werden. Ein gutes Beispiel ist der Fonds zur Zwangsarbeiterentschädigung im Jahre 1997. Erzwungen wurde dieser mit Drohungen gegen deutsche Unternehmen, sie vor US-Gerichten zu verklagen. Ich will da keinen Zweifel aufkommen. Es geht nicht um die Frage, ob diese Entschädigung nicht durchaus berechtigt und vielleicht sogar überfällig war. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Art und Weise, wie sie durchgesetzt wurden. Nämlich vorbei am deutschen Rechtsstaat mit einer allgemeinen Herrschaftsanmaßung amerikanischer Gerichte und amerikanischen Rechts. Wie das Ganze ausgegangen ist, weiß man. Die Jewish Claims Konferenz erhielt 1,3 Milliarden Euro. Und der Politologe Norman Finkelstein hat in seinem Buch Die Holocaust-Industrie, harsche Kritik unter anderem auch damit, auch an dieser Organisation geübt. So seien insbesondere osteuropäische Juden mit reinen Alibi-Programmen abgespeist worden. Erben von Restitutionsansprüchen, welche die Konferenz anmeldet, erhielten nur marginale Anteile, wenn überhaupt.
2010 nahm die New Yorker Staatsanwaltschaft 17 Verdächtige, darunter 6 Mitglieder der Jewish Claims Conference, fest. Ihnen wurde vorgeworfen, 42 Millionen Dollar aus den deutschen Entschädigungsleistungen an Nichtberechtigte ausgezahlt zu haben. Man kann auch fragen, weshalb hat Deutschland eigentlich bis heute keinen Friedensvertrag? Der 2+4-Vertrag ist in vielen inhaltlichen Punkten vielleicht mit einem Friedensvertrag zu vergleichen, ist aber keiner. Offiziell wurde es damit begründet, dass man durch den Verzicht auf einen Friedensvertrag Reparationen ausklammern würde. Aber die waren 1990 längst bezahlt. Und weitere Forderungen werden trotzdem erhoben. Und zwar trotz des 2+4-Vertrages. Zuletzt durch Griechenland, aber nicht nur durch die. Auch die USA scheinen sich das durchaus vorzubehalten. Darüber wird selten berichtet, aber es gab im Jahre 2000 einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen über offene Drohungen aus Washington, Deutschland im Falle einer unbotmäßigen Politik an seinen nicht vorhandenen Friedensvertrag zu erinnern. Es mag jetzt 1990 pragmatisch klug gewesen zu sein, auf einen solchen Vertrag zu verzichten. Das hätte langwierige Verhandlungen bedeutet. Wer wusste, was aus der Sowjetunion wird? Nachher verhandelt man mit 150 Nachfolgestaaten. Also, dass man das 1990 einfach so gemacht hat, geschenkt. Aber auch in der Zeit danach hat die Bundesregierung nicht ein einziges Mal versucht, die Frage der Friedensordnung wirklich auf die Tagesordnung zu setzen. Im Gegenteil, es existieren diverse Verträge und Übereinkünfte, die alliiertes Besatzungsrecht fortschreiben. Etwa das NATO-Truppenstatut. Es erlaubt den USA im Zweifel am Bundestag vorbei in Deutschland ein Sonderrecht einzuführen. Regelungen, die im Rahmen von Reparationen und Restitutionen gegen das deutsche Vermögen durchgeführt wurden, wurden 1990 sogar noch auf die frühere DDR ausgeweitet. Weiterhin Bestand hat auch die UN-Feindstaatenklausel, die praktisch allen bereits 1945 unabhängigen Staaten das militärische Vorgehen gegen Deutschland einräumt. Praktisch relevant ist das nur für die USA, denn sie haben die militärische Macht dazu. Ebenso in Kraft sind die Verwaltungsvereinbarungen von 1968, die unter anderem die Massenüberwachung durch US-Geheimdienste ermöglicht. Der linken Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi hat das als einer der wenigen hin und wieder mal angesprochen. 2013 sagte er im Deutschlandfunk: Wäre es nicht doch mal an der Zeit, dass wir mal als Land souverän werden und die Besatzung beendet wird? Dazu muss eben auch das Besatzungsstatut aufgehoben werden. Jetzt könnte man einwenden, wen interessiert das eigentlich? Souverän wird man nicht durch Verträge, souverän wird man dadurch, dass man sich die Souveränität nimmt, dass man sie durchsetzen kann. Und das stimmt auch. Und deshalb plädiere ich zum Beispiel dafür, diese juristische Frage nicht überzubewerten. Aber wir sind in einer Gesellschaft, in der Macht und das Selbstverständnis der politischen Elite eigentlich immer sich in Form von Gesetzen und Verträgen ausdrückt. Sie bestimmt das politische Handeln, das politische Denken. Und deshalb soll man das auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Ein fünfter Punkt, ich glaube, es ist der fünfte. Deutschland muss schließlich und endlich auch wirtschaftlich ausgeplündert werden. Vor einigen Jahren geisterte ein angeblicher amerikanischer Regierungsplan durch die Presse. Darin hieß es, dass in jeder Branche der führende Konzern nach Möglichkeit ein amerikanischer sein sollte. Ich weiß nicht, ob das Gedankenspiele waren, auf welcher Ebene das diskutiert wurde und was dann letztlich daraus wurde. Aber ich weiß, inzwischen gibt es TTIP. Beziehungsweise, was genau TTIP ist, weiß man ja gar nicht, weil es wird komplett im Geheimen verhandelt. Die EU-Abgeordneten haben neulich darüber abgestimmt. Sie haben eigentlich dem Abkommen zugestimmt, aber die wussten auch nicht, was drin steht. Aber immerhin, ein paar Dinge sind bekannt, beziehungsweise zumindest sehr wahrscheinlich. Und da muss man sagen, TTIP bedeutet nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Entwicklung diverser Schutzrechte. Verbraucherschutz, Umwelt- und Tierschutzstandards und so weiter und so fort. Die in TTIP geforderte Angleichung von Produktion, Sicherheits- und Umweltstandards zwischen Europa und Amerika wird, und das ist völlig klar, zur Aufweichung der strengen deutschen Vorschriften führen. Das bedeutet freie Fahrt für Risikotechnologien wie Fracking, Genmanipulation bei Nahrungsmitteln, Klonen von Tieren, dem Einsatz umstrittener Hormone in Chemikalien, etwa die Desinfizierung von Hühnchen mit Chlor, die hat es ja sehr in die Schlagzeilen gebracht.
Man könnte vielleicht sagen oder erwarten, dass deutsche Politiker etwas dagegen sagen. Sie sagen aber was dafür. Zum Beispiel Friedrich Merz, bekanntlich Vorsitzender der Atlantikbrücke, hat sich 2015 bei Anne Will sehr, sehr stark für TTIP ins Zeug gelegt. Er sagte, wir müssen von unserem hohen Ross der Lebensmittelstandards herunterkommen. Interessant. Und Stuart Eisenstadt, das ist ein früherer US-Botschafter und wirklicher TTIP-Insider, der sprach ganz zynisch Klartext. Er sagte, Zitat, die Standards in Europa haben ein anderes und, wie ich finde, unbegründet hohes Niveau, das wissenschaftlich nicht fundiert ist. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein, nicht etwa andersrum. Tja, ich glaube, dass die US-Männer im Vergleich aller Industriestaaten die niedrigste und US-Frauen die zweitgeringste Lebenserwartung aufweisen. Das erwähnt er nicht, aber das scheint uns dann das uns angemessene Niveau sein zu sollen. Beispiel Markenschutz. Regionale deutsche Traditionsmarken würden bald direkt in den USA kopiert werden dürfen. Durch Agromultis und Gentechnik wie Monsanto, die sind ja schon ein Synonym für solche Unternehmen. Und seit 1992 sind über verschiedene EU-Gütezeichen regionale Spezialitäten wie Thüringer Bratwurst, Spreewaldgurken, schwäbische Spätzle geschützt. Bereits im Jahr 2015 monierte der US-Handelsbeauftragte Michael Froman jedoch genau diese Regelung. Und was ist die Reaktion der Bundesregierung? Umgehend beeilte sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU, die bisherige Garantie für Regionalprodukte in Frage zu stellen. Er sagte, wenn wir die Chancen eines freien Handels mit dem riesigen amerikanischen Markt nutzen wollen, können wir nicht mehr jede Wurst und jeden Käse als Spezialität schützen. Beispiel Daseinsvorsorge. Viele deutsche Kommunen haben Elektrizitätswerke und Krankenhäuser an angloamerikanische Heuschrecken verkauft. Auch Nahverkehrsbetriebe und Wohnungsbaugesellschaften kamen entsprechend unter den Hammer. Das hat die Lebensqualität der betroffenen Bürger normalerweise verschlechtert. Und darum hat ein Umdenken eingesetzt. In Berlin wurde zum Beispiel die Wasserversorgung nach einem Volksentscheid wieder verstaatlicht. TTIP will genau dem einen Riegel vorschreiben. Über eine sogenannte Sperrklinkenklausel sollen bereits erfolgte Privatisierungen unumkehrbar gemacht werden. Beispiel deutsche Kultur. US-Verlage sehen in der deutschen Buchpreisbindung eine Benachteiligung, obwohl die Regelung für ausländische Anbieter übrigens gar nicht gilt. Ebenso unter Beschuss gerät die Orchesterförderung. 130 deutsche Klangkörpern stehen 120 US-Orchestern gegenüber, bei drei- oder viermal so vielen Einwohnern. Und die haben ihr Geld zumeist von privaten Spendern und nicht aus einer Förderung. Interpretieren Sie die deutsche Förderung als unzulässige Benachteiligung? Müsste der deutsche Steuerzahler denn entweder die US-Konkurrenz komplett mitfinanzieren oder die Zuwendung an heimische Musiker einstellen? Schließlich Beispiel des deutschen Rechtssystems. Bisher können deutsche Bürger oder Firmen nur von nationalen Gerichten verklagt werden. TTIP macht damit Schluss. Es werden private Schiedsgerichte eingerichtet, deren Streitigkeiten zwischen Europäern und Amerikanern entscheiden. Da ist selbst Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, von der man normalerweise nicht so sonderlich viel hört, alarmiert. Sie sagt, das würde bedeuten, dass Großkonzerne ihre Interessen gegen die Gesetzgebung der Mitgliedsländer der USA durchsetzen können, und zwar ohne demokratische Kontrolle. Die Nutznießer, davon kann man überzeugt sein, sitzen jenseits des großen Teiches. Ja, kann man fragen, was nun? Im Grunde muss man neidlos anerkennen, dass die USA mit ihrer Strategie der Fremdherrschaft bis heute sehr erfolgreich gewesen sind. Doch es gibt auch keinen Grund für zu viel Pessimismus, denn diese Stimmung könnte kippen. Das US-Militär gilt spätestens seit dem Überfall auf den Irak 2002 vielen Deutschen nicht mehr als Verbündeter, aber gar als Schutzmacht. Die Spitzelaffäre der NSA hat viele Deutsche entsetzt. Erstmals sprach sich vor einigen Monaten eine Mehrheit gegen TTIP aus. Im vergangenen Jahr mühten sich die vereinten Lügenmedien über Monate, um eine antirussische Stimmung zu erzeugen. Es gelang ihnen nicht, jedenfalls nur teilweise. Antiamerikanismus ist mittlerweile salonfähig geworden. Hinzu kommt, dass die USA schwach geworden sind. Das anfangs erwähnte Zeitfenster, es schließt sich.
Ursprünglich plante die US-Armee bis 2020, einen großen Teil ihrer Kräfte im Pazifik zu konzentrieren. Nun werden die Truppen nach Europa verlegt. Das bedeutet, Washington kann sich nicht mehr gleichzeitig mit China und Russland anlegen. Es traut sich das zumindest nicht zu. Die Armee ist in den neokolonialen Kriegen der letzten 15 Jahre regelrecht verschlissen worden. Der Staat ist pleite, von inneren Widersprüchen zerrissen, von einer zerstörten Infrastruktur. Das wären die Möglichkeiten einer deutschen Souveränitätsbewegung. Hier kann sie ansetzen. Danke Ihnen.